Hallo meine Lieben und willkommen. Neues Orakel und wir starten auch ganz direkt mit den Karten. Und wir haben als erstes eine Münzkarte mit dabei. Ja, und zwar den Ritter der Münzen. Und der Ritter der Münzen ist immer eine Karte, die eine vertraute Stimmung zeigt, ja, die eine gewisse Bodenständigkeit zeigt, eine Routine auch natürlich anzeigt hier, manchmal vielleicht auch ein bisschen eine Unlust zum Verändern oder so ein bisschen stur eben in manchen Bereichen. Sie zeigt aber einen sehr sicheren Rahmen an in Sachen Partnerschaft und Liebe. Also hier kommt jetzt eine ganz warme, eine ganz sinnliche Atmosphäre. So, wir schauen auch gleich mal weiter. So, und dann haben wir, also bleiben irgendwie beim Münzthema. Ist ja lustig, ja. So, wir haben hier in der Tat die Karte mit 7 Münzen, ja. Und die Karte sagt eigentlich immer, wir sollen einer Entwicklung unbedingt Zeit lassen. Also ein bisschen das Thema Geduld. Ja? Für einen geduldigen Menschen ist es eine sehr gute Karte. Für die Ungeduldigen da draußen ist es eine Herausforderung. Aber das sehe ich ja auch anhand der Coaching-Videos, dass ja 2/3 von euch tendenziell eher ungeduldig ist und sehr bequem ist, sprich nicht wirklich an sich arbeiten möchte und deshalb diese Videos auch gar nicht schaut. Und da kann es halt natürlich eine richtige Herausforderung werden für die, die einfach nur konsumieren und sagen, ich bin so perfekt, dass ich mich nicht verändern muss, das muss er machen. Aber das freut mich, wenn auch du natürlich dann dieses Orakel hier konsumierst, ja. Aber man muss natürlich auch sagen, da kann es natürlich etwas länger dauern in der Gesamtentwicklung. So, dann haben wir natürlich den Herrscher dabei. Der Herrscher zeigt auch wieder ein sehr stabiles Umfeld an. Also es spricht alles für eine Stabilität, die hier jetzt hineinkommt, ja. Und für ein sehr sicheres Gefühl. Das sind auch gewisse Aufgaben, die man erfüllen muss. Das ist in der Liebe Verbindlichkeit und Verantwortungsbereitschaft. Was bedeutet, dass dein Gegenüber natürlich hier Verantwortung übernehmen möchte? Übrigens freue ich mich, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Da habt ihr jeden Tag einen Tagesimpuls, Stories, erfahrt ein bisschen was Privates von mir. Also kann ganz entertaining sein. Und natürlich freue ich mich über eine Beratung, wenn ihr eine Beratung bei mir bucht. So. Dann haben wir 10 Kelche und das ist mit natürlich meine Lieblingskarte. Man sieht die Unbeschwertheit, man sieht das Paar hier zusammenstehen, ja, und man sieht auch diesen Reigen dieser 2 Kinder unten im Bild mit dabei. Das ist so ein Vergnügen, Geselligkeit, ja. Das ist, dass ihr den richtigen Menschen gefunden habt, der euch zur Seite steht. Also wirklich, jetzt findet man zurück zu einer verlässlichen, guten Harmonie, Partnerschaft, ja. Also tiefe Liebe, das Gefühl zusammenzugehören, eine sehr gute Basis für die Zukunft zu haben. Also ich finde den Impuls super wertvoll. Wir ziehen jetzt noch eine 5. dazu, wir bleiben immer im ungeraden Muster, ich zumindest. Und wow, das ist ja mal schön, wir haben die Kaiserin dabei, ja. Und die Kaiserin ist ja immer eine Karte, die zum einen natürlich auch sagt, es kann hier jetzt einfach etwas fruchten, eine Fruchtbarkeitskarte. Wird auch ganz oft bei Schwangerschaften gesehen, diese Karte. Also hier ist Wachstum dabei. Tolle kreative Ideenentwicklung. Die Geburt eines neuen Abschnitts ist jetzt hier da. Eine super schöpferische Phase. Das sind gesunde Pläne, die man hier macht. Das heißt auch, dass die Liebe, in der eine neue Liebe kommt oder die alte eben wieder aufblühen wird. Ja? Also wächst und gedeiht. Eine ganz, ganz, ganz tolle Karte, die natürlich auch wirklich verspricht,
dass man hier Wachstumschancen jetzt hat und dass ihr jetzt das, was ihr bereits in der Vergangenheit investiert habt, in eure Liebe, in eure Partnerschaft, dass das natürlich auch wieder rauskommt. Und das finde ich natürlich richtig, richtig, richtig super. An dieser Stelle mucho, mucho amor.